Letzte Woche habe ich mir eine Drohne gekauft. Bevor ich die jetzt mit zum Segeln nehme und sie von der Biedewind aus starte und womöglich auch noch versuche, sie dort wieder zu landen und sie mir dann ins Wasser fällt, habe ich erstmal ein paar Probeaufnahmen an Land gemacht und auch Lande- und Startübungen durchgeführt, um mich überhaupt erstmal mit der Handhabung vertraut zu machen, da ich vorher nie solch einen Kopter geflogen bin. Auch ist die Art zu filmen etwas anders. Man muss erstmal Ruhe ins Bild reinbekommen und sich in die ganze Geschichte einfuchsen. Dies sind jetzt die ersten Aufnahmen, die in den letzten zwei Tagen entstanden sind. Ja, ich hoffe, ähnlich gute Aufnahmen dann auch über dem freien Wasser machen zu können und in den schwedischen Schären, wo es diesen Sommer hingehen soll. Wenn man sich nun anstatt einer Windmühle ein Segelboot im Bildmittelpunkt vorstellt, kann man erahnen, wie die Drohne um das Schiff kreist. Ich glaube, sehr schöne Aufnahmen entstehen können. Ich freue mich also schon auf den Sommer, die schwedischen Schären, wo es hingehen soll und die tolle Perspektive von oben aus der Luft mit meiner kleinen neuen Drohne.